Ja, liebe Zuschauer, und dann, jetzt ist halt die Frage, wie man es kameratechnisch einrichten, aber da sind wir schon. Dann haben wir einen, der spricht, wenn es gut ist und wenn es schlecht ist, immer. Der hat immer was zu sagen. Der Eishockey-Bundestrainer Xaver Unsinn. Guten Abend. Der Xari wird übermorgen 60 Jahre alt. Man möchte es nicht für möglich halten. Und zur Ausnahme hat er mal seine Frau Ilona mitgebracht, die ihn ja sonst selten sieht. Aber im Studio, da kommt man mal ein bisschen zusammen. Bei uns in, was gibt es denn zu sagen vor dem 60er? Gibt es viel Arbeit? Ja, ein bisschen Arbeit, ja. Aber wir machen es ja ziemlich im kleinen Kreise und das läuft ganz gut. Sie haben alles im Griff, wie immer. Ja, doch. Bisschen ich im Hintergrund. Ich pflege ihn ein bisschen und hege ihn und ich glaube dann präsentiere ich ihn ganz als jungen 60er. Xavi, wir haben natürlich ein bisschen was vorbereitet, wir haben ein bisschen gekramt, aber Sie wissen ja auch und mussten das erfahren, dass Eishockey zwar in Bayern sicher eine Hauptsportart ist, aber Fußball ist immer noch die Nummer eins. Aber Sie haben den Fußball auch gern, oder? Ich habe den Fußball gern, ich habe ja Kontakt, ich habe zum Juppa guten Kontakt, wir haben ja Tennis gespielt im Herbst noch, gell? Und, wer hat gewonnen? Ja, er hat in einer anderen Gruppe gespielt, gell? Also gut, tennistechnisch wollen wir das dann später vielleicht noch besprechen, aber Sie müssen einsehen, dass wir jetzt mit Fußball beginnen. Denn Nürnberg gegen Bayern, nichts dagegen, Nürnberg gegen Bayern ist natürlich das Top-Ereignis gewesen. Und es hat allerorten in der Bundesliga, wie immer, wenn der FC Bayern verliert, auch ein bisschen Häme, ein bisschen Schadenfreude gegeben. Ich war am Samstag in Köln, bei jedem Tor haben die Leute also getobt wie verrückt, wie wenn Köln ein Tor geschossen hätte. Gut, Nürnberg war wohl besser an diesem Nachmittag, an diesem Samstagnachmittag und wir wollen Ihnen nochmal zeigen, wie es halt wirklich abgelaufen ist, verschiedene Aspekte, ziemlich ausführlich, diesmal mit zwei Kommentatoren, nämlich mit Waldemar Hartmann und mit Uli Köhler und das Ganze beginnt in der Nürnberger Kabine mit allem, was dazugehört. Ich habe mich schon gefreut, ne, über, sicher auch über die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist und auch über die Höhe. Einige haben schon nicht mehr daran geglaubt, dass wir gewinnen können. Ne, und dann gerade 14-0 gegen den Herbstmeister, den deutschen Meister Bayern München. Das tut hier im Frankenland, glaube ich, jedem gut. Ja, gut geht's mir nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber zu dem anderen, ich bin jetzt nicht dahergekommen, dass ich es am Club zeige, ganz und gar nicht. Es war sicher ein besonderes Spiel für mich, aber mein Gott. Das 4-0 verlierst, ist natürlich die Enttäuschung riesengroß, ist ja ganz normal. Ursachenforschung. Da war zum einen Jürgen Kohler. Er arbeitet zurzeit noch mehr mit den Händen als mit den Füßen. Die Schiedsrichter und sicher auch der Trainer sehen das ungern. Doch für Rainer Wirsching fehlte ihm der richtige Griff. Ein Foul mit Folgen. Freistoß für den 1. FC Nürnberg. Achten Sie genau auf Thomas Brunner mit der Nummer 5 am rechten Bildschirmrand. Er zeigt mit der Hand ganz deutlich eine eingeübte Freistoßvariante an. Während der Kapitän anläuft, lupft Martin Schneider den Ball zum links am Strafraum wartenden Rainer Wirsching. Der war darauf vorbereitet, sein Bewacher Jürgen Kohler natürlich nicht. Ja, meiner Ansicht nach ein klarer Elfmeter. Der Martin Schneider, wir haben die Standardsituation im Training geübt. Das bayerische Fernsehen hat das Gott sei Dank nicht gebracht. Die Bayern kannten es demnach nicht. Und Martin Schneider hält den Ball über die Mauer, wie es abgesprochen war. Ich laufe zum Tor, wäre allein vom Tor gewesen und der Jürgen Kohler reißt mich um. Die Szene noch einmal. Die Linie gehört zum Strafraum und es gibt kaum noch Zweifel. Ich habe sehr günstig gestanden, weil es sich ja um eine Freistoßausführung handelte, die auch relativ schnell ausgeführt worden war, über die Mauer gehoben. Nach meiner Meinung ein Überraschungseffekt für die Bayern. Dann konnte ein Spieler von Bayern eben halt nur noch hingehen und seinen im Strafraum stehenden Gegenspieler zu Fall bringen. Und das habe ich gesehen, Stellungsspiel war gut, sofort geahndet, Blickverbindung zum Linienrichter bestätigt und dann Strafstoß. Haben sich die Bayern beschwert überhaupt? Nein, keineswegs. Ich glaube, das war ein gegenseitiges Gerangel und er ist, glaube ich, auch noch ausgerutscht und ist eben praktisch in mich reingefallen. Und, aber wie gesagt, ich muss das jetzt erst noch mal im Fernsehen sehen, damit ich da Klarheit drüber habe. Schau gut zu, Jürgen. Ganz links am Bildrand. Erst ein Armhebel, beim Judo heißt das Uchikatame. Und dann die kleine Innensichel mit dem Fuß, Ko Ushigari. Beim Judo gibt's dafür einen Ippon, beim Fußball Elfmeter.
Thomas Brunner, der Einfädler des Freistoßtricks, beglückwünschte sich selbst zu den gelungenen Aktionen mit dem Führungstreffer der Nürnberger. Gegen seinen Elfmeter hat Bayern-Torhüter Raimund Aumann keine Chance. Die Nürnberger haben dazugelernt. Das bayerische Fernsehen war auch schon beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf im August mit dabei. Da konnten wir noch solch erstaunliche Freistoßvarianten mit der Kamera einfangen. Das war damals, am Samstag war der Club hellwach, die Bayern weniger. Schlaf, mein kleines Träume süß, bald bist du im Paradies, denn gleich öffnet sich die Tür und ein Monster kommt zu dir. Mit seinen 11 Augen schaut es dich an und schleicht sich an dein Bettchen ran. Du liegst still da, bewegst dich nicht. Und so sprangen für die Bayern in der ersten Halbzeit nur diese eine einzige schlaffe Tormöglichkeit heraus. Sicherlich aufgrund der Bodenverhältnisse ist kein normales Spiel möglich. Wobei ich sagen muss, der Elfmeter, glaube ich, geht in Ordnung. Wir haben ja ein bisschen geschlafen. Aber ansonsten sind auf beiden Seiten kaum Torschancen. Ja. Und was die Nürnberger uns überlegen sind, sind etwas aggressiver. In der zweiten Halbzeit war von etwas keine Rede mehr. Da spielte nur noch der Club aggressiv. Die Bayern hatten nichts entgegenzusetzen. Das 2:0, ein Kontertor wie aus dem Lehrbuch. Martin Schneiders Musterpass zu Frank Thür. Raimund Aumann kann sich nicht entscheiden, ob er nun herausläuft oder nicht. Und Frank Thür darf über seinen 5. Saisontreffer jubeln. Wie es aussieht, dürfte er wohl auch in Zukunft die besseren Karten als Sami Sane haben. Schätze ich, soll er wahrscheinlich auch gegen Leverkusen wieder einlaufen und da wird auch die Mannschaft dahinter stehen, weil ich heute auch eine ganz ansprechbare Leistung gezeigt habe. Roland Wohlfahrt hatte danach die einzig wirklich ernstzunehmende Torchance für den FC Bayern. Ansonsten waren die Bayern-Stürmer nur aufgrund ihrer Rückennummer als solche auszumachen. Alan McInally hatte nur einen großen Auftritt. Die gelbe Karte erhielt er aber nicht wegen miserablen Spiels, sondern weil Stefan Kuhn bereits für das Winterprogramm des Zirkus Krone trainierte. Hier sehen Sie's. Dem Trainer gefiel's dennoch. Vor allen Dingen der Stefan Kuhn hat heute ein sehr starkes Spiel gemacht. Er wurde in der Vergangenheit häufig von mir kritisiert. Deswegen muss ich ihn auch mal besonders loben. Danach durften sich noch Mihailovic und Wickerl Kögel beim Nürnberger Schneewalzer versuchen. Geändert hat sich nichts. Hans Dorfner bei der Ursachenforschung. Auf dem Platz kann man eigentlich nicht gut Fußball spielen. Das haben wir einfach in der ersten Halbzeit, haben wir nicht aggressiv genug in Zweikampf gegangen und sind halt nicht energisch genug hingegangen. Wir wollten Fußball spielen und das war halt heute nicht möglich. Und bis wir das eingesehen haben, da war es später. Wie jeder weiß, spielten die Nürnberger auf demselben Platz Fußball. Halt nur besser und endlich einmal erfolgreicher. Vor allem waren sie diesmal Weltmeister im Ausnützen der Torchancen. Eine Augenweide, wie Ralf Dusen durch die Bayern-Abwehr tanzt. Auch bei diesem Treffer sah Aumann nicht sehr glücklich aus. Ob sein Kontrahent Andi Köpke davon profitiert? Ich habe überhaupt keinen Kontakt zu Franz Beckenbauer. Er hat mir damals mal zugesagt, dass wenn wir uns für die Weltmeisterschaft qualifizieren, dass ich auf jeden Fall dabei bin. Und im Moment gehe ich davon aus, weil ich nichts Nachteiliges gehört habe. Libero Uli Beierschmidt ist nicht von ungefähr unser Studiogast. Nicht nur beim 4:0 war er glänzend disponiert und vorbereitend tätig. Thomas Christel war der Torschütze. Ihm fielen mehrere Steine vom Herzen, hatte er doch gegen Kaiserslautern Chancen für 2 Spiele auf dem Stiefel und versiebt. Dann flippten die Nürnberger endgültig aus. Zu Recht. Bei einzelnen Bayern Selbstkritik auch zu Recht. Im Moment glaube ich, habe ich so viele Probleme mit mir selbst. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich versuche alles. Ich trainiere lange, mache zusätzliche Sprints und dass ich irgendwie wieder an meine alte Form rankomme. Aber im Moment klappt es halt nicht so. Irgendwo
fehlt mir vielleicht auch ein bisschen das Glück, zum Beispiel beim Tackling und so. Manchmal komme ich nur um eine Fußspitze zu spät und dann kann mein Gegenspieler meinen Ball wieder wegspielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich meine, ich versuche mein Bestes, aber im Moment, glaube ich, ist für mich das Beste, wenn die Winterpause jetzt schon anfangen würde. Das wäre sicher für mehrere nicht schlecht. Die Professionalität, die die Bayern auf dem Spielfeld vermissen ließen, zeigte nachher Uli Hoeneß. Soll ich mich jetzt vor der Kamera aufhören wie ein Wilder? Das hat doch auch keinen Sinn, oder? Haben Sie es in der Kabine gemacht? Nein. Ich bin ein sehr besonderer Mensch und werde meine Gefühle versuchen zurückzuhalten. Wann kommen Sie denn raus? Kommende Woche? Bestimmt nicht in den Medien. Dennoch wollen wir Ihnen das einzige Erfolgserlebnis der Bayern nicht vorenthalten. Hans Pflüger gewann souverän die Platzwahl. Und die echten Sieger, die nach Punkten und Toren die Spieler des 1. FC Nürnberg, mussten erst nach dem Schlusspfiff reichlich Strapazen ertragen. Ich habe mich vorher erkundigt, es sind kaum Nürnberger Fans hier, aber die wissen, dass der Uli Beierschmidt früher auch bei Bayern München gespielt hat. Deswegen ist das schon ein bisschen geworden jetzt. Ne? Nein, das reicht. Uli, 46.000 haben Sie mir gerade bestätigt, waren in dem Stadion. Ja, gestern war es zum ersten Mal richtig ausverkauft. Ja. Ich meine, wenn das Stadion richtig fertig ist, passen glaube ich 58.000 rein. Ja. Aber man hat gemerkt, wenn das Stadion voll ist, dann ist es für jede Mannschaft schwer, in Nürnberg 2 Punkte zu holen. Ja gut, man hatte ja letzte Saison kurz einmal die Befürchtung, jetzt habt ihr ein Riesenstadion am Ende der kommenden Saison und vielleicht eine Zweitligamannschaft. Das schaut ja im Moment jetzt nun wahrlich nicht so aus, gerade nach dem Sieg. Jupp Heynckes, Sie wissen, Sie kennen das harte Brot beim FC Bayern München. Sie sind Herbstmeister geworden und jetzt sind Sie immer noch Dritter in der Tabelle. Und im Grunde genommen meint man, der FC Bayern steigt ab nach dem 0-4, wenn man heute die Medien ein bisschen studiert. Stört Sie das immer noch? Das eine Niederlage beim FC Bayern München, es ist ja nicht nur eine, Sie haben in der letzten Zeit eine relativ schlechte Serie, aber doch dann so harte Kritik zum Teil auch einsetzt. Nein, ich glaube, man muss ganz realistisch sein. Wir spielen Anfang der Saison haben wir sehr gut gespielt, wo wir komplett waren mit Ton, mit Augenthaler, mit allen Stammspielern. Und muss sagen, dass wir seit Wochen nicht die Form wieder haben, dass die Kritiken in der Öffentlichkeit berechtigt sind. Die müssen wir uns gefallen lassen. Und ich muss sagen, wenn man 0-4 in Nürnberg verliert, in einem Lokalderby gegen eine Mannschaft, die vor der Saison, ich will nicht sagen zu den Abstiegskandidaten gehörte, aber doch, oder in der letzten Saison sich knapp gerettet hat, die in dieser Saison wieder erwartend sehr gut spielt. Und ich muss sagen, dass einfach vom FC Bayern mehr verlangt werden muss, als wir in der letzten Zeit gezeigt haben, besonders jetzt am letzten Samstag. Uli, wie bereitet man sich auf ein Spiel gegen den deutschen Meister FC Bayern München vor? Noch dazu unter dem Aspekt, dass die Rivalität ja immer wieder gegeben ist. Sie wissen ja selber, es sind ja viele von da nach dort gewechselt und umgekehrt. Sie sehen das ja jetzt mal von der anderen Perspektive. Sie haben unter Jupp Heynckes auch mitgearbeitet, haben miterlebt, wie schwer das ist, als deutscher Meister nach auswärts zu fahren. Wie habt ihr euch vorbereitet? Was war besonders? Wir haben uns eigentlich wie immer vorbereitet, unter der Woche im Training. Wir haben nichts Besonderes trainiert oder gemacht. Nur im Unterbewusstsein vor so einem Spiel ist man besonders angespannt, das muss man schon zugeben. Und man konzentriert sich auch vielleicht im Unterbewusstsein mehr als auf ein anderes Spiel. Ist es denn für Sie so gewesen, man hat vorher gelesen, man liest das immer wieder bei Schwabel, Dorfner, Reuter, wie auch immer, denen will ich es zeigen, jetzt was Besonderes. Ist das nicht eher eine Geschichte, die den Medien passt, um so ein Spiel anzuheizen? Ist das nicht für die Spieler selber eigentlich eine relativ normale Angelegenheit? Ich glaube schon, dass es eine Medienmache ist, aber von mir, also von meiner Person aus muss ich sagen, ich war natürlich schon besonders heiß, aber ich glaube, das ist jeder Spieler, wenn er gegen seinen Ex-Verein spielt. Und ich habe mich schon besonders darauf vorbereitet, auf dieses Spiel, aber im Nachhinein muss ich sagen,
es war ein Spiel wie jedes andere für mich. Und wir haben halt Sie haben gut gespielt, gut gespielt und 4-0 gewonnen. Jupp Heynckes, Sie sagen mit Recht zum Teil, ich muss immer wieder umstellen. Es gibt natürlich andere Mannschaften, die weit weniger gut bestückt sind, die auch gute Leute ersetzen müssen und auch klagen. Aber wie gesagt, das trifft auch andere Mannschaften. Können Sie sich denn irgendetwas vorwerfen? Man ist ja nachher immer klüger, aber ich habe doch muss zu bedenken geben, dass zum Beispiel lange kräftige Leute auf diesem Schneeboden gespielt haben. Kögel, zwar leicht angeschlagen, aber eigentlich der ideale Mann für so einen Untergrund, auch Mihailovic, vielleicht zu spät. Na, das ist ganz einfach zu erklären. Viktor Kögel hat 10 Tage mit dem Training ausgesetzt gehabt und war nicht hundertprozentig fit. Ich glaube, dass unser Problem in dieser Saison liegt, dass wir wirklich permanent Stammspieler ersetzen müssen. Letzten Freitag habe ich gedacht, jetzt habe ich Ton, habe ich der Auge konnte nicht spielen, aber habe ich Krahammer zur Verfügung. Und was war? Beide fielen wegen Verletzung wieder aus. Und Sie sehen an Beispiele wie AC Mailand oder jetzt wie neuerdings Inter Mailand. Nur ohne Lothar Matthäus sind schon 4 Punkte hinter Neapel, liegen sie zurück. AC Mailand schwimmt im Mittelfeld herum, weil sie Güllit ersetzen müssen, Angelotti und ich glaube noch einen Nationalspieler. Bremen in dieser Saison, Anfang der Saison, Riedle und noch 2 andere Spieler. Kommen wir wieder zu Bayern. Ich glaube nicht, dass man solche hochkarätigen Spieler adäquat ersetzen kann. Und das hat man bei uns gesehen. Und ich bin der Meinung, dass wir aufgrund unserer Verletzungsmisere, dass wir optimal dastehen. Natürlich ist es verständlich, wenn man 0-4 in Nürnberg verliert, dass man kritisiert und dass man auch die Einstellung der Mannschaft kritisiert. Weil eins ist klar, und ich habe es auch von Nürnberger Sicht gelesen, die Äußerungen der Spieler, dass einfach die Nürnberger Spieler einfach eine bessere Einstellung zum Boden gefunden haben und dass wir versucht haben, exzellenten oder technisch guten Fußball zu spielen. Darf ich einhaken? Da kommt man natürlich nicht ja, zurecht. Aber Sie sind doch ein alter Hase und das sind ja Nationalspieler, die sehen doch, da ist Schneeboden. Da kann ich doch nicht anfangen zu kombinieren. Da muss ich doch mal anders auflaufen. Das ist richtig, nur... Ich meine, nachher ist man klüger, aber nein, es ist natürlich auch viel leichter, wenn man in der Abwehr steht und man kann kontern. Zum Beispiel der SFC Nürnberg hat in der Abwehr gestanden und hat praktisch in der zweiten Halbzeit nur gekontert. Und dann hat man natürlich riesige Räume und dann ist es leichter zu kombinieren, leichter einen Konter zu fahren als umgekehrt. Wir haben keinen Raum gehabt, wir haben keinen Platz gehabt. Natürlich, weil wir 1-0 in Rückstand lagen, weil das Spielergebnis gegen uns stand. Und das hat man ja gesehen, 2-3 Ballstaffeten, dann waren sie an unser Tor. Uli Bayerschmidt, wie war es auf dem Feld? Das, was der Zuschauer, der Fernsehzuschauer ja nie mitbekommt, es wird ja gesprochen. Es wird ja verbal auch ein bisschen attackiert. Haben Sie bald gemerkt in der zweiten Halbzeit, dass da nichts mehr lief bei den Bayern? Haben ja, Sie Verzweiflung gespürt? Das habe ich bald gemerkt, weil wir haben eigentlich darauf gewartet, dass der große Druck von den Bayern kommt in der zweiten Halbzeit. Aber er kam eigentlich nicht. Aber wie der Jupp Heynckes vorher schon richtig gesagt hat, die Bayern hatten Probleme, das Spiel zu machen, weil der Boden wirklich eine einzige Katastrophe war. Der war glatt und wir haben uns einfach leichter getan, das Spiel mit Kontern aufzuziehen. Die Bayern, vielleicht kam der Viktor Kögel ein bisschen zu spät. Wir hatten dann schon Probleme, als der Kögel und der Mihailovic reinkamen. Die haben noch ein bisschen was aufgerissen hinten bei uns in der Abwehr. Aber im Nachhinein muss man sagen, der Druck, den man erwartet hat von den Bayern, der ist nicht gekommen. Jupp Heynckes, Sie haben von den letzten 6 Spielen einschließlich des Pokalspiels nur einmal gewonnen. 0-3 Packung in Stuttgart, 0-4 jetzt in Nürnberg. Was mich ein bisschen verwundert, wir haben eigentlich alle gedacht, nach dem Dortmund-Spiel 2-2, weniger vom Ergebnis als von der Art, wie sie gespielt haben, dort ist die Krise, wenn denn je eine da war, beendet. Warum sind die Spieler dann doch, wir kommen immer wieder auf die Einstellung zurück, eben nicht mit dieser Einstellung aufs Feld gekommen? Haben die schon wieder gedacht, das war so gut, das 2-2, jetzt können wir locker nach Nürnberg fahren? Ich glaube, auch wenn die Fernsehkamera, glaube ich, jetzt kommen wir zum Elfmeter. Sehr ungünstig. Jetzt kommen wir zum Elfmeter. Postiert war, aus meiner Sicht war es kein hundertprozentiger Elfmeter. Natürlich kann man ihn pfeifen, man braucht ihn nicht zu pfeifen. Dann muss ich sagen, dass Raimund Aumann, wenn man richtig zugeschaut hat, nicht seinen besten Tag erwischt hat. Und wissen Sie, wenn man auf solch einen Wollen 2-0 zurückliegt, dann ist es unheimlich schwer, das Ergebnis zu korrigieren. Der Uli hat es schon richtig gesagt, man hat nicht den Raum, man hat auf dem Boden nicht die Möglichkeiten, Fußball zu spielen, sondern man muss einfach mit der Brechstange ran. Und da haben die Nürnberger sich sehr gut drauf eingestellt gehabt. Und vor allen Dingen, sie haben bravourös gekämpft, haben prima gekontert und haben zu Recht gewonnen. Und ich meine,
gibt nichts zu deuten. Das muss man anerkennen. Jetzt kommt aber noch Folgendes. Sie sagen, ich habe Verletzte. Ton, Augenthaler, Kramer, ist klar. Aber es ist nicht nur das. Sie sagen, Aumann mit Recht, da gibt es nichts zu diskutieren, hatte nicht seinen besten Tag. Er ist Nationaltorhüter, er macht tolle Spiele, aber wenn er mal schlecht ist, dann verliert er eben auch ein Spiel. Ich denke an KSC etc. Das war, glaube ich, unentschieden damals. Naja, hat auch einige schon gewonnen. Ist schon klar. Aber es geht ja nicht, ich will mich ja jetzt auch nicht auf Aumann festhalten, aber auch Kohler hat 3 Millionen gekostet. Sie haben gesagt, nach der Verletzung, er muss Praxis haben. Er hat Praxis, er wird nicht besser. Es sind zu viele Punkte, die nicht stimmen im Moment. Ja, aber das rührt auch daher, dass wir permanent die Mannschaft umstellen müssen. Sie müssen sich vorstellen, im letzten Jahr haben wir fast immer in der gleichen Aufstellung gespielt. Da haben es zum Beispiel junge Spieler unheimlich schwer gehabt. Deswegen ist auch der Uli nach Nürnberg transferiert worden, oder er hat den Wunsch geäußert, dass er weg wollte, weil doch die Mannschaft stand. In dieser Saison ist es so, dass 4 junge Spieler sehr oft zum Einsatz gekommen sind. Wann hat es das beim FC Bayern schon gegeben? Und wissen Sie, man kann mal einen jungen Spieler in einer gut funktionierenden Mannschaft einsetzen. Das geht auf. Aber wenn Sie dann 3 oder 4 Nobodies haben, das können Sie einfach nicht wettmachen. Vor allen Dingen, weil der Druck, ist egal wo wir spielen, der ist so immens, auch für die jungen Spieler, dass sie den nicht standhalten können. Uli, jetzt kommen wir nochmal auf das Thema. Sie sind ja nicht gerade im Frieden von Bayern München geschieden. Sie hatten keine Chance bekommen. Trauern Sie der Sache insofern nach, dass Sie sagen, Mensch, in dieser Saison, der Kastenmeier, das war mein Nachfolger als Libero bei den Amateuren des FC Bayern München, der spielt auf einmal Bender, Strunz und so weiter. Stimmt Sie das noch ein bisschen traurig oder überdeckt die Freude in Nürnberg eigentlich alles? Ja, wenn man das sieht, dass einige junge Spieler jetzt in München ihre Chance bekommen, das tut manchmal schon weh. Aber ich muss sagen, ich fühle mich wahnsinnig wohl in Nürnberg, ich habe mich gut eingelebt, kann endlich wieder Fußball spielen und die Freude überwiegt dann trotzdem. Sie haben eine schwere Verletzung gehabt und standen dann ein bisschen in der zweiten Reihe. Ralf Dusend war auf Ihrer Lieblingsposition. Ja, das war so, ich hatte einen dreifachen Bänderriss im Juni, glaube ich. Habe dann auch noch Probleme gehabt nach der Verletzung und dann hat die Mannschaft hervorragend im Fußball gespielt am Anfang von der Saison und da hat der Hermann Gerland natürlich keinen Grund gehabt, die Mannschaft zu ändern. Das habe ich auch damals eingesehen und verstanden. Aber jetzt habe ich meine Chance endlich wieder bekommen und habe sie auch genützt. Sagen Sie mir eins, Gerd Schmelzer, der Präsident des 1. FC Nürnberg, hat hier erklärt, in der Winterpause wird verhandelt. Es geht um den Trainer, Hermann Gerland, ja oder nein, wenn nicht, wer wird nachfolgen. Ich habe aber auch gehört, dass mindestens 12 Verträge bis Ende 90 oder bis Juni 90 auslaufen, unter anderem auch Ihrer. Entsteht ein bisschen Unruhe? Na, eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, es gibt gar keinen Grund bei uns jetzt Unruhe in die Mannschaft reinzubringen. Wir stehen bombig da und ich glaube, das Präsidium wird auch das Übrige dazu tun, dass jetzt in der Winterpause einiges geklärt wird und dann läuft das alles in ruhigen Bahnen weiter. Ruhige, alles in ruhigen Bahnen, alles locker in Nürnberg, Juppe. Der Uli Hoeneß. Es gibt nur Unruhe, wenn ich den Uli Hoeneß nach Nürnberg schicke. Das kann ich mir vorstellen. Aber der Uli Hoeneß hat ja gerade eben gesagt, also vor der Kamera nichts mehr, kein Trara, kein Theater. Zu gegebener Zeit werde ich meine Meinung sagen. Ist das heute passiert? Haben Sie der Mannschaft die Meinung gesagt? Sie sind ja eigentlich kein Freund des vielen Redens, habe ich gehört. Die vielen Aussprachen, die behagen Ihnen eigentlich nicht. Das weiß ich nicht, ob das so stimmt, wie Sie das sagen, nur... Ja, Sie können es ja sofort bestätigen. Ja, das je nachdem, wie man es interpretiert, was viel ist und was wenig ist. Nur muss ich sagen, dass man auch einiges zerreden kann und ich glaube, das haben mir so die Kommentare der Spieler gezeigt, dass die Spieler genau wissen, was sie falsch gemacht haben, wo ihre Fehler liegen und sie haben das erkannt. Ich habe auch mit einzelnen Spielern gesprochen und ich muss sagen, dass das Spiel für mich abgehakt ist und dass wir unser Blick zum samstägigen Spiel gegen Mönchengladbach richten. Ein Satz dann, das fällt mir jetzt spontan ein, Mönchengladbach, da sind Sie groß geworden, haben Sie Ihre Erfolge gefeiert. Ich nehme an, Sie würden alles tun, um diesem Club zu helfen, aber die Punkte müssen in München bleiben. Ja, das ist im Moment, im letzten Jahr in Nürnberg war eine bessere Konstellation, ja. Da waren wir Meister und sind als Meister hingefahren und dann kann man, glaube ich, schon mal ein bisschen lockerer spielen, aber im Moment ist es so, dass wir einfach gewinnen müssen. Aber ich hoffe natürlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, hoffe ich natürlich, dass Mönchengladbach nicht absteigt, dass sie sich da irgendwie unten wieder rauswurschteln und dass sie die Liga erhalten bleiben. Hoffen wir, glaube ich, alle. Sie haben gesagt, das nächste Spiel gegen Gladbach. Zum Abschluss ein kurzer Ausblick aus Sicht des 1. FC Nürnberg. Es steht bombig da, aber ihr habt 2 bombenschwere Spiele noch.
bevor die Winterpause beginnt, nämlich in Leverkusen und in Bremen. Wir fahren jetzt bereits am Donnerstag nach Leverkusen, haben am Freitagabend dort das Spiel. Es ist ein wahnsinnig schweres Spiel, aber vielleicht können wir den Bayern auch mal helfen. Das wäre doch sehr angenehm. Und Leverkusen ein oder zwei Punkte holen. Jupp Heynckes lächelt wieder. Das ist doch in Ordnung. Passt, die 12 Minuten sind um, ist eigentlich recht schnell gegangen, nicht? Und aber das wollen wir, so weit wird es ja dann doch nicht gehen. Jeder soll mit seinem Club das Beste machen, was möglich ist, und dann schauen wir mal, was nach der Winterpause kommt. Schauen wir mal, hat er schon gelernt. Vielen Dank, meine Herren. Alles Gute.